In diesem Guide gebe ich euch alles, was ihr benötigt, um Nexus-Prinzessin Qi Vesha im neuen Raid-Palast der Nerubar zu besiegen. Sowohl im Non-HC als auch im HC-Modus. Der Boss hat zwei Phasen. In der ersten Phase bekommen mehrere Spieler den Effekt Meucheln. Nach 6 Sekunden macht dieser Schaden im Umkreis von 5 Metern und belegt diesen Spieler mit dem Debuff Königin im Mord. Nach 9 Sekunden gibt es da Schaden auf den Spieler und die, die im Umkreis stehen, und dieser Effekt ist auch stapelbar. Dazu erzeugt sie an der Position ein Nesa-Phantom. Diese Nesa-Phantome werden einige Angriffe vom Boss spiegeln, dementsprechend solltet ihr die auch außen positionieren, so wie ihr das hier gerade seht, und das ist auch später für den Nesa-Riss noch wichtig. Wichtig ist ebenfalls, ihr solltet nicht in dem Effektbereich dieser Phantome stehen, sonst kriegt ihr halt auch den Tankschaden durchaus mit ab. In HC kommt zu dem Meuchel noch die Fähigkeit Dunkle Eingeweide. Da werden Kugeln von dem Spieler ausbrechen und diese Kugeln sollten natürlich niemanden im Raid treffen. Wie gesagt, aufgrund der Spiegelung der Phantome und des Effekts Nesaris sollten die Phantome gut positioniert werden. An den Spitzen des inneren Bilds hier könnte man sich orientieren. Die Fähigkeit Nesaris besagt, dass Spieler, die im Effektbereich stehen, 3 Millionen Schattenschaden bekommen, und allgemein verursacht der Riss 6 Sekunden lang jede Sekunde fast 50.000 Schaden an den gesamten Raid. Das Wichtige hierbei ist, man wird in die Richtung des Risses gezogen, deswegen ist die Positionierung auch so wichtig, denn wenn man reingezogen wird, wird man atomisiert und stirbt in der Regel sofort. Die Fähigkeit Zwielichtmassaker sorgt dafür, dass der Boss und jedes Phantom einen Spieler anvisiert und Schaden verursacht. Hier sollten keine Spieler zwischenstehen, da sonst der Schaden erhöht wird und diese Spieler wieder den Debuff Königin-Mord bekommen. In HC kommen ja auch die dunklen Eingeweide wieder hinzu, das sind die Kugeln, die den Raid nicht treffen dürfen. Also sollte man bei Zwielichtmassaker diesen Strahl aus dem Raid rausdrehen. Die Tanks müssen sich mit der Fähigkeit Leeren Schredder und den Debuff Kluftschnittwunde rumplagen. Leeren Schredder verursacht mehrere Treffer mit jeweils 2,8 Millionen Schaden und 650.000 Schattenschaden. Die Kluftschnittwunde ist dann der Debuff, wo abgespottet werden muss, da ihr dadurch jede Sekunde 170.000 Schaden bekommt, allerdings um 25% erhöhten Schaden durch Leeren Schredder und das für 35 Sekunden. Bei den Nexus-Deuchten müsst ihr einfach gucken, dass ihr in den Lücken euch positioniert, um davon nicht getroffen zu werden. Übrigens, es gibt noch eine Fähigkeit, die nennt sich Schnitter, und die wird alle Spieler unter 10% Maximalleben versuchen hinzurichten. Da hier ungefähr 2 Millionen Schaden verursacht wird, ist das schon eine Fähigkeit, wo man darauf achten sollte, dass die Spieler nicht unter 10% landen. Die zweite Phase beginnt, wenn der Boss 100 Energie hat und nennt sich Sternlose Nacht. Hier werden 24 Sekunden lang 330 Schaden pro Sekunde im Raid verursacht, und das darf auch nur dreimal passieren. Beim dritten Mal endet Sternlose Nacht nicht mehr. Ansonsten ist hier noch wichtig, dass die Phantome mit Königsmord auf euch stürzen und auf den anvisierten Spielern Schaden verursachen. Der Schnitter ist hier auch wieder aktiv, und in HC gibt es noch die Fähigkeit Eclipse. Ein Teil des Raumes wird verdunkelt und bei Betreten bekommt ihr relativ hohen Schaden. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim First Kill, und wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos.